So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 125. Folge von Forza Horizon. Heute im Porsche 911 GT2. Warte, wer ist der weiter? Einfach nur der 911 GT2 von 95, aus der Generation 993, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Wer es nicht weiß, der GT2 ist ja quasi so ein bisschen noch die Sport- oder die bessere Version des normalen Turbos, der auch schon ziemlich geil ist. Deswegen hat auch hier hinten im Heck einen wunderschönen Turbomotor. Durch einen 6-Zylinder Boxer, wer jetzt gedacht. Relativ kleine Tegel hinten. Und der Wagen, also man sieht es schon, der ist irgendwie so ein bisschen. Sieht nicht mehr ganz normal aus. Sieht nämlich ziemlich breit aus. Und was der Wagen auch noch im Spiel hat, ist nämlich ein RWB-Kit. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dann gab es den Wagen auch in Need for Speed von 2015. Auch ein RWB-Kit. Das machen wir auf jeden Fall ran bei dem Wagen. Zwei, guck mal kurz hier. Und dann die Magie, also der Trommelwirbel. Drrr, ding. Ich meine, das ist doch mal ein Bodykit. Das ist doch mal hinten so ein breiter Kotflügel. Mal so ein Vergleich, so ein normales Auto oder Kotflügel. Also ist schon ein fetter Arsch. Und weil das Wort nicht groß genug war, noch mal eine Riesentheke hinten dran. Ist doch nice, ne? So, dann wird er auch schon aufgebaut. Das machen wir aber nicht. Wir bauen das denn mal, werden schon selber ran. Für die Wagen natürlich selber aufbauen. So. Wenn wir es raufbauen, dann kriegen wir sogar 0,3 Geschwindigkeit. Nice. Der Wagen wird auch ein wenig schwerer, aber nicht viel. 6 Kilo. Kann man machen. Das Gitter sieht schon ziemlich nice aus. Boah, einfach nur, wie breit denn der Arsch ist. Das ist doch nicht mehr normal. Ich meine, Porsche ist an sich nicht mehr normal, aber das ist schon mal nice. Wir könnten theoretisch Motor wechseln, wir könnten den Motor vom GT3 RS einbauen oder ein V8, machen wir beides nicht und wir könnten, denke ich mal, genau, wir könnten Allrad einbauen. Das kannst du logischerweise auch knicken. Aber da geht dann noch ein Spoiler an. Hehehe. Da geht die Geschwindigkeit wieder flöten, aber das juckt mich nicht. Ich finde den einfach geil. Irgendwie, wenn man so ein breites Auto hat, dann muss der Spoiler ran, ganz ehrlich, ne? Wenn die Karre schon so aussieht, dann muss der Spoiler auch noch ran. Passt vielleicht nicht ganz so, finde ich, aber ach, wir machen es mal. Scheiß drauf. So, wir brauchen breite Reifen. Mein Bratislava braucht breite Reifen und die sehen jetzt überhaupt nicht breit aus. So, was geht theoretisch? Alter Scheiße, ist das breit. 3,55er hinten. Alter Scheiße. Ist das nicht sogar ein bisschen zu breit irgendwie? Ich würde sagen, das ist vielleicht sogar ein bisschen zu breit, obwohl. Meine Karre ist auch 3 Meter breit. Da machen so 3,55er Reifen gar nicht mal so viel aus. Alter. Das sind schon ordentliche Dinge. Ich würde sagen, wir machen mal 3,45er. Das sollte, glaube ich, auch reichen. So vorne könnten wir von 2,35er auf 305er gehen. Wir machen mal 2,85er. Felgen. Die will ich auf jeden Fall ändern. Ich meine, die sehen an sich jetzt von Porsche, die sehen nicht so schlecht aus, aber wir brauchen so Tiefbettfelgen, würde ich sagen. Jetzt die Frage, wo, in welcher Kategorie gibt es hier Tiefbettfelgen? Oder Felgen, die jetzt so irgendwie so halt so Tunerfelgen, ne? So richtig, richtig geile. Müsste ich erstmal mir das kurz angucken hier. Ob mir da was ins Auge sticht vielleicht. Aber ich denke mal, diese Kategorie hier, diese erste, da wird es. Ja, nee, da wird es nicht so viel Felgen geben, die mir gefallen. Aber ich kann ja trotzdem mal hier durchgucken. Geht da schnell? Nö. Da gucken wir mal bei den mehrteiligen. Ja. Ja. Hat auf jeden Fall was. Wir gucken mal weiter. Irgendwie haben die auch was. Die sind mega schwer, vielleicht auch, denke ich mal, die meisten mega hässlich. Die 1552. Ich meine, die könnte ich aufmachen, die habe ich auch schon auf dem Ferrari R40 drauf. Die sehen nice aus, ne? Ja, die sehen nice aus, komm. Also, jetzt geht auch ein bisschen der größer. Geht sogar nur 19 Zöller.
Können auch gerne 20er sein, sowohl vorne als auch hinten. Und die Felgen, ja, haben nicht so mega viel Tiefbett, aber doch, doch, ich finde, die gehen. Wie viel? Obwohl. Ich guck doch nochmal. So. Das schon bei Facebook, bei Facebook geile Felgen gesehen in unserer Facebook-Gruppe. Weiß natürlich nicht, wie die Felgen noch mal aussahen oder wie die genau hießen. Habe ich natürlich beides nicht gemerkt. Ich meine, wozu auch? Alles nicht so das, was ich mir so. Oh, das ist mal Tiefbett, Leute, ne? Alter. Ah, Rotiform IDK. Ich finde die nicht schlecht, muss ich sagen. Bisschen Tiefbett. Ich finde die irgendwie nice. Ich weiß nicht warum. Ich finde die irgendwie nice. So. Dann natürlich hier wie immer Renngetriebe alles reinbauen. Wichtig. Ist auch schon 8,5 Beschleunigung. Nicht schlecht. Der Wagen hat auch in der Serie schon ja, über 400 PS. Kann man machen. Und 540 Newtonmeter Drehmoment. Das ist nicht schlecht. So. Und bremsen wir hier rein. Natürlich, der Wagen soll auch gerne tiefer gehen. Ja. So leichter gerne noch. Ich meine, der wiegt an sich nicht so viel. 1,3 Tonnen. Das ist eigentlich nichts, ne? Der Wagen wird auch diesmal ein bisschen getuned. Denke ich mal, so wieder so bei S1 landen werden. Ahaha, die Turbos. Aha, Halleluja. Okay, ich habe mich glaube ich auch entschieden. Wir machen Turbos auf jeden Fall. Wir machen Auspuffanlage. Ich glaube, dann lassen wir es eigentlich auch schon so, weil der Wagen, der ist schon ziemlich krank jetzt. So eine Schwungscheibe. Ich will jetzt nicht ganz voll aufbauen. Ich nur so ein bisschen leichter tun. So, Reifenmischung. Können wir theoretisch auch machen. Wir sind sogar bei Rennreifen schon auf S2. Ist halt die Frage, ne? Ich denke mal, Straßenreifen, die werden schon gehen. Boah, der sieht einfach geil aus, ne? Oder wollen wir halt mal richtig eskalieren? Wir machen mal. Ich glaube, wir eskalieren heute mal wieder ein bisschen. Ach, scheiß drauf, ne? Was haben wir nicht drin? Wir machen mal Vollaufbau. So, aber da war er schon bei 9,5 Beschleunigung, alles klar. Bei Heckantrieb. So, Alter. Ja, die Nockenwellen, die bringen noch einiges. So, Hubraum technisch könnten wir von 3,6 auf 4 Liter. Auch schon 1000 Newtonmeter Drehmoment. Ach du Scheiße. Wir landen bei 723 kW. Das sind, weiß ich, 9 980 PS, 990 PS. Ho, ho, ho. Oh, wir haben fast mehr Drehmoment als Gewicht. Das ist irgendwie schon witzig, ne? Warte, da geht sogar noch mehr Gewicht, ne? War das nicht so? Achso, ist schon Rennen, aber. Das ist, glaube ich, ziemlich nett. Wenn nett noch dafür ein Begriff ist. Alter, das ist krank. Ich hoffe, Sportreifen sollten reichen. Der Wagen, der kann auch gerne ein bisschen mit dem Heck kommen. Wird jetzt kein Track-Toy oder so, das ist auf jeden Fall nicht. Jetzt wieder Cayman. Gucken mal nach einem Design vielleicht. Auch die Community da was Schönes gebastelt hat. Also Rauwelt halt, ne? RWB. Ich dachte doch eher an so ein grünes. Warte, also, was war. Was habe ich da gesehen? Nein. Falken? Sieht auch nicht schlecht aus. Ich an sich so, ich gehe mal RWB ein. Gucken wir mal. Was der Shop da für uns ausspuckt. Okay, er findet schon mal was. Das ist okay, war auch klar eigentlich. Ach du Scheiße. Ich finde irgendwie so bei Wagen so ein Grün richtig cool. Ja, auch die Kids, das sieht einfach nice aus, ne? Ja, so ungefähr meine ich. Ist auch. Nee, das ist ein anderes Grün. Ich messe mal das hier.
Green RV, nee, der RWB. Ich, ja, wie heißt es auf Englisch? V, Fabian, genau. Ein W, glaube ich. UVW, ja. Ja, meine Englisch-Skills, die sind nicht so geil. Und der nächste Fahrzeug ist ja wieder auf Englisch, deswegen seid auf meine Englisch-Nicht-Künste nicht gespannt. Und. Das finde. Ja, das meine ich. Ja, so wollte ich den Wagen haben. So gefällt er mir. Hat gutes Stück. Ja. Das Gute ist geil, ne? Ich finde das schön. RWB, auch hinten. Die Felgen in Gold, ich finde, die passen sogar. Bin jetzt nicht verkehrt. Ja, so. Vorher nochmal RWB. Vorne noch an der Stoßstange da. Auf dem Kotflügel. Nee, ist die Stoßstange, ne? Ja, müsste die sein. Alter. So. Mal kurz zur Straße vor. Das Sound ist ja schon geil, ne? Und dieser schöne Boxer-Sound von Porsche. Boah, ich glaube, der geht mega ab, Alter. Ich meine, mit fast 1000 PS ist das aber auch kein Wunder. Ja, heute mal wieder richtig eskalieren. Bei Autos eigentlich selten Fall auf, aber ich meine, wenn wir schon mal so ein Aussehen haben, wenn schon mal so aussieht, das Ding, kann auch ein bisschen mehr Leistung rein. Quasi die Leistung circa verdoppelt. Kann man machen, würde ich sagen. Ich glaube sogar noch mehr als verdoppelt, ne? Naja. So, jetzt mal kurz reinhören, wie der Wagen sich so anhört. Huhuhuhui. Alter. Was so lustig ist, ne? Der Wagen. Ich kenne den Drehzahlbegrenzer, aber ich bin nicht mal ein Drehzahlbegrenzer. Ich kann das ja gar nicht aussehen, wie es in Forza dargestellt wird. Alter, Scheiße. Das finde ich geil. So. Alter, Scheiße. Alter, Scheiße. Scheiße, die Wand an. Oh. Alter, fuck. Ich würde sagen, das ist schnell. Vor allem das Getriebe, das war schon bei 340 oder 350, das war schon zu Ende. Man ist ja schon echt wenig, ne? Es geht auf jeden Fall alles deutlich länger. So. Das kann ruhig mal eine ganze Ecke länger. Ist halt nur die Frage, wie lang das denn insgesamt wird. Also Top Speed wird, denke ich mal, so auf jeden Fall so bei 3. Na, über 3,50, ne? Wir machen erstmal so. Gucken wir auch. Hier noch 103 Sekunden. Ja, 3,1. 382, okay. Ich gehe noch mal ein Stückchen weiter. Okay. Machen wir wieder ein bisschen weniger. Aber 380, das. Ja. Bin ich auf jeden Fall sehr angetan. So, natürlich, die Karre soll tief. Bin hier Mr. Tiefleger. Ich kann die Aerodynamik einstellen. Geil. Ist halt die Frage, ne? Ob ich jetzt halt so. Wie ich das dann jetzt genau mache. Sagen wir könnten bei beiden vielleicht ein bisschen mehr auf Kurven gehen. Vielleicht hinten 95 und ja, und vorne 60. Das geht, das finde ich nice. Aber was da schön wäre, gleich nochmal beschleunigen, ne? Das wäre in die andere Richtung. Weil da vorne ist ja schon Kurve, deswegen das wäre ja scheiße. Alter.
Alter, ne? Ja, an. Ich finde einfach für. Scheiße, für das keine Worte. Das geht einfach so krass ab, aber ich finde, das geht auch ein bisschen länger, das Getriebe. Als zumindest so die ersten drei Gänge. Ich mach's mal kurz so. So, Äste. Ja, fast 120. Scheiße, Alter, ne? Bin auch zu schnell für die Kurve. Das ist doch mal geil, Leute. Das ist einfach nur krank. Das ist. Fang auch nach meinem Geschmack. Ja, so bin ich gerne unterwegs. Alter. Einfach wie breit dieses fucking Bodykit ist. Auch wie hoch der Spoiler ist. Vielleicht sogar das höchste Teil am Wagen. Ist auch nicht schlecht, ne? Das ist einfach. Das finde ich ein Vorteil geil. Alter, ne? Gerade wo die Reifen durchwitzt hatte. Wie breit einfach die Striche auf der Straße waren. Will ich mal kurz zeigen. Sieht man da ein bisschen was? Diese Walzen, ne? 345er. Das ist einfach nur krank, ey. Ich will mal probieren, ob ich mit dem Wagen ein bisschen, ja, ein ganz kleines bisschen driften kann. Rennfahren heute, mal gucken, weiß ich noch gar nicht, ob wir es überhaupt machen werden. Mehr genug Leistung zum Driften ist definitiv vorhanden. Ein bisschen früh vielleicht. Ja, ich will jetzt mal heute ein bisschen probieren. Mit dem Challenger, das hat auch eigentlich quasi gar nicht geklappt. Das könnte auch dem Porsche sogar theoretisch was werden. Das war vielleicht auch ein bisschen schwer, so mit Heckmotor zu driften. Ist auch mal cool, mein Porsche sind an sich ja nicht so die Driftkarren. Das kann man zumindest keiner erzählen. So, Kreisverkehr. Ja, also im Kreis geht ziemlich gut, nur nicht um den Kreis rum, den ich wollte. Die gleiche Stelle. So, ich komme nicht hier lang. Das war meine Intention. Da will ich so ganz. Da geht auch nicht quer, das ist aber halt nicht so wirklich kontrolliert. Mit mir am Steuer. Ja, driften will echt nicht so. Deswegen mache ich mal wieder auf normale Lenkung. Aber ich denke mal, man kann ihn, glaube ich, wenn man das gut kann, auch ganz gut quer halten. Boah. Ja, wir fahren nochmal hier lang. Komm. Haben wir noch ein Rennen? Ich glaube schon, ne? Nochmal so just for fun gucken. Ist ja, welcher Klasse ist das überhaupt? Ist der Baller Super? Nee. Retro Supercars vielleicht? Ich weiß das gar nicht. Wir gucken mal. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein Rennen, wo man Topspeed braucht. War ja nochmal nicht mal irgend so eins. Der große Hochgeschwindigkeitssprint, was haben wir hier? Das ist auch eine ziemliche Topspeed-Strecke. Ja, jetzt nur die Frage, ne? Dich da warten, ist langweilig. Nee. Also ja, auf jeden Fall entweder hier den Maroon da Staudamm-Sprint oder der große Hochgeschwindigkeitssprint. Obwohl mir der schon zusagt, auf jeden Fall. Ach komm. Ich kann auch hinfahren, die 5 Kilometer. Mit fast 1000 PS. Soll das nicht so lang dauern. Alter. Oh, ich hab mich verliebt. Alle 11 Minuten an Forza. Ich hab Fahrstopp auf ein Forza. 11 Minuten vielleicht nicht, aber jede halbe Stunde. Will ich eine neue Folge aufnehmen. Das ist quasi meistens alle zwei Tage ungefähr, die ich aufnehme. Jetzt aktuell gerade nicht. Ich eigentlich so mehr oder weniger jetzt auch noch mal Pause habe.
bin auch deswegen schon viele Fotos aufgenommen, aber jetzt gerade, weil Porsche reinkommt, ja, das kann ich mir nicht entgehen lassen, ist ja direkt was aufzunehmen, so. Wenn der Turbo kommt, ne, dann ist aber... Dann ist vorbei hier. Ja. Ja, moin, Ferrari. Das ist 288. Schöner GTO, glaube ich sogar. Der Sound, ne? Der geile Boxmotor. Und der Turbo. Der ist auch relativ dezent. Also der ist gar nicht mal so krass, die Twin Turbos, aber. Was hab ich eigentlich für Ladedruck hier? So. Ah ja, 2,3 der Bar ist ja nichts. Das hat auch einen Drehmoment von über 1000 Newtonmeter. Wir gucken mal kurz. Ja, da ist es direkt schon. Boah, das ist einfach. Das ist krass. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, Fanrennen natürlich. Der müsste. Genau, Retro Supercars. So, da bin ich jetzt wieder. Muss da mal kurz einen Cut machen. So, mal gucken, was jetzt so mitfährt. Wir haben einen F50, einen Gutagen F40, einen Nissan E300, nice, einen 288 GTO, den ich auch vorhin gerammt habe, einen Diabolo SV, einen Ferrari 575 Maranello, einen Circa GTR, einen F1, alles klar. Und, meine Güte, die Stimme, ey, ein Jaguar XJ220 als Horizon Edition. Kann man machen. Ich werde bestimmt total verkacken mit dem Wagen. Die Kurvenlage wird nicht so geil sein. Aber ich merke es schon. Alles klar. Der Wagen geht quer, ne? Bei 240 km am vierten Gang. Das muss schon irgendwie was heißen. Die Kurvenlage ist von Arsch. Aber richtig. Nee. Alles klar, okay. Die Kurve hier irgendwo im Jenseits gelandet wahrscheinlich. Ich habe lieber ein bisschen gediehen jetzt. Bin ich aber gerade nicht. Kann ich Stoff geben. Und einen kleinen Vorteil ausnutzen. Alter, ne? Fährt sich gerade nicht so geil. Bei den Geschwindigkeiten. Ich glaube, Rennreifen wären nicht verkehrt gewesen. Auf jeden Fall nicht. Warte, ey. Ah, kann ich da drauf wirken? Ja, kann ich. Hat er 40, das ist ein schöner Wagen, aber nicht in Gelb. Das muss nicht sein. Okay, ja, ich habe gerade, da ziehe ich eigentlich alle richtig hart ab, da hat keiner eine Chance gegen mich. Ey. Also Kurven, ja, das wird nichts. Bremsen wir auch nicht so geil. Im dritten bleiben, alles klar. Oh Gott, das Wasser kommt gleich. Okay, ja, doch gerade erster. So, aber für die Kurve wieder viel Geschwindigkeit rausnehmen. Was das Podium reicht, mal gucken. Ja, auch so ein Nissan vor mir. Ein ziemlich böses Teil. Ah, Moment mal, also er steht noch gar nicht so schlecht für mich. Doch, erster, ne? Ja, nice. Wenn der zieht halt alle über sie ab, ne? Vergraden, dann hat er keine Schnitte. Weil ich ja doch ein wenig mehr Leistung habe. Aber, wow. Alter, der F1 so weit hinten hätte ich nicht erwartet. Weil nicht ziemlich gut ist. Naja, ist dem Erster geworden.
Ja, da bin ich einfach sprachlos. Da habe ich nichts mehr zu sagen. Also geile Kiste auf jeden Fall. Hab mega Bock zum Fahren. Und sieht auch richtig, richtig geil aus. Also die Felgen finde ich auch super. Erst so, ja, jetzt mittlerweile so, boah, geil. Auch das Grün finde ich geil. Die sind auch mit diesem, dieses wirklich schlichte Design. Okay, Nummernschild vorne. Das ist wahrscheinlich von dem Typen da, das gemacht hat. Kann ich mir mal kurz angucken. Da finde ich, wenn obwohl schlecht ist, ich finde es gut gemacht. Ich meine, ich muss nichts mehr mega Auffälliges haben. Ich mag es auch gerne schlicht so. Was ist denn das da für ein. Was steht denn da? EU? Ich meine, die Sterne davon in der EU sehe ich aber. PN, VN, 35. Ich weiß nicht, welches Land das ist. Aber steht aber E. Ist das E klar? Was ist da? Ist das ein U oder ein V oder was ist das? Kann ich nicht erkennen. Na, ist auch egal. Aber, boah, guck mal, wie tief da vorne liegt, ne? Haha, berührt fast den Boden. Ja, das ist. So mag ich das. Ja, tief, tiefer, noch tiefer. Ja, mach's den Fahrer an. Dem war es aber auch leider mit der heutigen Folge Forza Horizon 3. Es tut mir leid, aber die Zeit ist wieder gekommen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es vielleicht kein Porsche mehr gibt, ich weiß es noch gar nicht. Bei letzter Folge kam ja dann wahrscheinlich der 918 ran. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich habe schon wieder vergessen. Was nächste Folge kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Aber wird noch ein bisschen dauern. Weil wenn es nicht so wird, kommen erstmal die normalen Folgen wieder. Also quasi Folge 105 bis Folge 120. Ist egal. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.